Gummibären hüpfen hier und da und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Entschuldigung, Waisenkind Tulip? Junior? Du redest mit mir? Ja, Waisenkind Tulip? Nee, nur weil du sonst nie mit mir redest. Tja, das wird sich ab heute ändern, Waisenkind Tulip. Oh, Tulip reicht, Waisenkind macht mich traurig. Das, wofür diese Szene auch spricht, nämlich, dass sie ein sehr konstruktiver Charakter ist, der einfach immer aus allem, was ihr das Leben hinstellt, eigentlich das Beste macht. Und das ist ja auch so ein Ding. Also ich meine, da irgendwie einsam in so einer Arbeitssituation zu sein und niemanden zu haben, mit dem man sich austauschen kann, da könnte man ja auch verzweifeln. Und sie baut sich halt einfach die Welt dann drumherum und wendet irgendwie alles mal zum Guten. Und das fand ich schon toll. Aber das ist jetzt auch ja beim Synchron nicht so, dass die mir irgendwie das Buch schicken oder den Film schicken und sagen, hast du mal Lust, das zu synchronisieren, sondern man erfährt ja ganz wenig, bevor man sich da committet. Und ich kann mich da aber, muss ich immer sagen, relativ leicht committen, weil, also wenn aus Amerika sowas kommt, dann fragen die schon nicht so ganz frech, flächendeckend einfach mal so alle für irgendeine Figur an. Da wird schon mal ziemlich genau gesucht und man merkt schon, wenn die überhaupt, also wenn ich ein gutes Gefühl habe beim Casting, dann finden die das meistens auch, also dann sehen wir das alle gleich. Und wenn ich so das Gefühl hatte, ist nicht so, dann weiß ich auch, dass ich kein gutes Feedback kriegen werde und so. Und deswegen, aber die Qualität der Sachen ist einfach so wahnsinnig gut, dass ich da jetzt einfach sage, jemand möchte einen Animationsfilm synchronisiert haben und hat an mich gedacht, dann gehe ich davon aus, dass es eine gute Idee ist und komme gerne zum Voice-Test vorbei. Das ist die Babyfabrik! Also auf jeden Fall der kleine Maulwurf. Deswegen fällt er mir auch sofort ein. Also das war, ich glaube, Sendung mit der Maus war ja auch so ein bisschen, wenn man die beiden jetzt als Animationsfiguren nehmen will auch und so. Aber auf jeden Fall der kleine Maulwurf und dann ein bisschen später die Gummibärenbande. Oh, die, das war aber, das fand ich ganz toll. Dann gab es irgendwann nochmal so eine kurze Mila, dieses Mädchen, was immer, das ist schon kurz diese Vor-Manga-Phase, Mila, was die immer da irgendwie Volleyball spielt, das fanden wir in der Schule auch mal kurz alle ganz toll, aber so, also richtig hing ich an der Gummibärchenbande, aber kleiner Maulwurf, ungeschlagen. Pass auf, ich kann nicht mehr den Text genau, aber es ist, ich habe es jetzt neulich zum ersten Mal nämlich wieder gehört und es war noch, als wäre es gestern gewesen, aber es ist für dich und, also ich weiß mal nicht, wie die Attribute sind, aber da muss man aufpassen, dass ich mir nicht in ein Weihnachtslied rutscht an der Zeit und dann kommt irgendwann der Refrain. Gummibären hüpfen hier und da und überall, sie sind für dich da, wenn du sie brauchst, das sind die Gummibären. Mega-Song. Und ganz ehrlich, auch ein Mega-Inhalt, weil natürlich sind die Gummibären immer für einen da, wenn man die braucht. Ich werde das Ding verschlingen! Ich weiß ihm den Arm ab! Du wolltest ihm den Arm abbeißen? Es schmeckt nach Blümchen. Also ich möchte eigentlich noch nicht, vielleicht ändert sich das auch irgendwann, eigentlich auch auf Instagram gehen oder so, weil ich Angst habe, ich springe über den ganzen Tag, wenn ich so spreche und so gucke. Jedenfalls, und Twitter und so, ich verfolge das immer so ganz gerne, wie ich mal so sage, wie so ein angezogener am FKK-Strand, so einfach so mal mit, schaue ich mal hier rein, schaue ich mal da rein, aber habe kein Profil. Aber das ist schon so, dass ich das, ich sehe die Chancen, ich konnte mich über Facebook mit ganz tollen Leuten überall auf der Welt verbinden, aus denen ich wirklich aus einer Arbeitssynergie richtig entwickelt hat und sowas, wo Projekte einfach angeschoben wurden. Das ist irre, also mit Leuten wäre ich einfach nie zusammengekommen sonst. Aber was so dieses Private und auch so dieses Selbstdarstellerische, so sehr viel nach außen gehen, da sehe ich halt auch schon eine Gefahr. Also da versuche ich immer eher so ein bisschen für mich dagegen zu steuern, weil ich merke, ich brauche immer ein großes Erdungsgegengewicht, um da nicht irgendwie traurig, depressiv, ausgelaugt oder größenwahnsinnig zu werden. So, und deswegen in einer Dosierung, die ich mittlerweile für mich aber, glaube ich, ganz gut gefunden habe, finde ich das ganz toll.